Nicht applaudieren, Ladies and Gentlemen. Applaus wird diese Flagge nicht wehen lassen oder unsere Jungs kämpfen lassen. Benutzen Sie Ihre Hände, um tief in Ihre Taschen zu greifen, nach den letzten versteckten Dollar. Bewahren Sie Ihr Recht auf Freiheit. Sichern Sie sich Ihren Anteil an Amerikas Sieg. Bevor Sie hier heute gehen, kaufen Sie Kriegsanleihen und Marken. Gekauft! Eine 100-Dollar-Anleihe. Ah, du Geizhals. Mach daraus 200. Erhöhe meins um 100. Wow, wart mal kurz. Das kann den ganzen Tag so gehen. Aber nicht auf unsere Kosten. Nun, wie haben euch meine Proben gefallen? Proben? Oh Mann, du warst doch fantastisch. Das müssen wir doch auch sein. Wir alle. Denkt mal nach. New York, Madison Square Garden, die größte Rodeo-Show in der Welt. Toll. Du hast keine Proben mehr nötig, Joan, aber Crash könnte welche brauchen. Oh ja, sieh her. Das Telegramm hier kam gerade von Miss Jones. Ich wette, es geht um die große Show in Madison Square Garden. Vielleicht ist es der Vertrag, hä? Was ist denn los, Joan? Dein Bruder Dave wurde tödlich verwundet. Verschiebe die Tour und komm nach Hause. Unterschrieben Onkel Dan Bartlett. Ruhig, Joan. Ich weiß, das ist hart. Es geht schon. Er war der beste Sheriff im ganzen Staat. Ja, und einer der besten Freunde, die wir jemals hatten. Wir müssen unsere Anleihentour verschieben, bis die Sachen zu Hause geklärt sind. Das wird nicht zu lange dauern, Joan. Und wir kommen mit, um dir zu helfen. Darauf kannst du wetten. Danke, Jungs. Ich brauche euch. Ich schicke eine Antwort an Uncle Dan, dass wir sofort losfahren. Gut. Frag mich, wo Crash und dein Onkel bleiben. Sie müssten jeden Moment hier sein. Ich würde gern mal ein Wort wechseln mit den Ranchern. Ja, ich auch, aber ich denke, das bringt nichts. Wie geht's Ihnen, Mr. Bartlett? Hallo, Mr. Bartlett. Hallo, Onkel. Hallo, Jungs. Hallo, Joan. Nun, alles lief wie geplant.
Crush wurde eingeschworen als Chief Deputy. Gut, dann wird's ja abgehen. Wann fangen wir an, Mr. Bartlett? Wartet besser. Ich erzähle euch erst etwas von den Hintergründen. Crush weiß es schon. Euer Job ist sehr viel größer und gefährlicher, als einfach nur Daves Mörder aufzuspüren. Ja, und wenn wir einmal anfangen, kämpfen wir bis zum Ende. Ja. Hartes Kämpfen und schnelles Schießen. Gegen eine räudige Bande von Saboteuren. Saboteure hier bei uns? Ja, genau. Und das Schlimmste daran ist, wir haben keine Ahnung, wer sie sind. Aber lasst mich die ganze Geschichte erzählen. Noch vor kurzer Zeit dachten die Rancher hier in der Gegend, ich sei verrückt, weil ich immer wieder Wagenladungen von Fels beförderte, über unpassierbare Straßen und Wege, von der Spitze des Craig Mountain. Ich entdeckte vor kurzem ein großes Vorkommen an Magnesit. Und das enthält Magnesium. Und dieses ist sehr wichtig für Amerikas Sieg in diesem Krieg. Ich dachte, ich hätte es geheim gehalten. Aber jemand hat geredet. Von da an haben die Saboteure alles Mögliche probiert, um uns Probleme zu machen. Ich sage dir, Fraser, wir sind in einer Sackgasse. Wir haben ihre Wagen entführt, ihre Felder und Ländereien in Brand gesteckt, die Arbeiter eingeschüchtert, aber sie halten weiter zusammen. Mario, gibt es Neuigkeiten? Ein Ranger-Treffen und ein spezieller Deputy-Sheriff wurde an Camerons Stelle gewählt. Das ist deine Schuld, Fraser. All das hätte vermieden werden können, hättest du getan, was man dir sagte. Von Mord war doch nie die Rede, besonders nicht beim Sheriff. Du tust, was ich sage. Du solltest nicht vergessen, wie wir mit Verrätern umgehen. Aber ich... Überlass mir das Denken, Fraser. Mario, nimm zwei von unseren Männern. Niemand sollte sie erkennen. Noch nicht. Sie sollen diesen neuen Deputy Sheriff schnellstens eliminieren. Also ich bin raus. Ich sehe doch nicht einfach zu, wie irgendjemand... Ach. Würdest du es vorziehen, ins Gefängnis zu gehen? Dave Cameron war ihnen auf der Spur. Ganz allein. Als er kurz vor seinem Ziel war, erwischten sie ihn. Er starb, bevor er sagen konnte, wer die Täter waren. Crash hat insgeheim die beste Truppe von Deputies aus dem Westen zusammengestellt. Ihr werdet sie schon bald treffen. Es sind großartige Männer. Und es gibt mehr von ihnen, wenn wir sie brauchen. Und sie sind kampfbereit. Sie werden kommen und hier aufräumen, sobald wir ihnen Bescheid geben. Nun, Crash hat einen Plan. Eine verdeckte Ermittlung, sowas wie ein Kommando. Gut. Cowboy-Kommando. Richtig. Was sind das für Pläne, Crash? Meine Arbeit wird sich meist draußen abspielen. Aber du und Alibi werden in der Mine arbeiten. Und ich mache Danny zu Frasers Assistenten. Larry wird das nicht gefallen. Wer ist Larry? Der Vorarbeiter meiner Mine. Er hat gar keine Wahl. Joan, würdest du die Büroarbeiten übernehmen? Ich tue alles, was ich kann, um zu helfen. Das wird Larry gut gefallen. Er hat schon immer ein Auge auf dich geworfen. Aber Onkel Dan. Von morgen an übernimmst du die Frühschicht. Guten Morgen, Joan. Guten Morgen, Larry. Larry? Ja, Sir. Hast du Terry Huhn entlassen? Mario soll ihn herbringen. Sie sind gerade unterwegs. Sie wollten mich sprechen, Mr. Bartlett? Ja, Terry Huhn. Sie sind entlassen. Das ist nicht fair. Jeder kann mal einen Fehler machen. Nicht in meiner Mine. Gute Arbeitskräfte sind viel zu wichtig. Unachtsamkeit wird nicht geduldet. Das ist ein freies Land und hier hat jeder das Recht, für ein ehrliches Leben zu kämpfen. Hier ist Ihr Geld und raus. Ich sagte raus hier. Miese Masche. Oh, Larry. Sir? Dieser Vertrag mit der Regierung. Ich möchte, dass du drüber schreibst. Triff mich bei Katie. Wird nicht einfach, das zu erfüllen. Wir müssen's schaffen. Ich gehe zur Mine. Und Mario, kommen Sie mit, ich zeige Ihnen, wo ich den neuen Mann einsetzen möchte. Was ist denn mit dir los, Larry? Ich kann nicht mit dir reden, wenn du arbeitest. Okay, du hast 5 Minuten. Da habe ich ja wirklich Glück gehabt. Du zeigst mir die kalte Schulter, seitdem du zurück bist.
Wird das hier sowas wie ein Verhör, Larry Fraser? Ich wollte dich zum Essen einladen. Nein, musstest arbeiten. Und was war dann? Du nahmst dir Danny Moore. Das geht dich nichts an. Vielleicht geht's mich ja doch was an. Das glaube ich eher nicht. Du hältst große Reden, Fraser. Meine Angelegenheit, halte ich da raus. Wie könnte ich, wenn's bei dir so interessant klingt? Suchst du Ärger, Moore? Ja, und hab auch keine Probleme damit, welchen zu finden. Fertig, Joan? Ich komme gleich mit, Danny. Nein, du kommst mit mir. Nur über meine Leiche. Das könnte passieren. Wenn ihr streiten wollt, dann gehe ich alleine nach Hause. Wir treffen uns gleich draußen, Joan. Hast wohl verloren, was? Vielen Dank für das Training, Fraser. Wenn du jetzt endlich genug hast, dann werde ich mal gehen. Sind Sie Katie? Das bin ich, Katie. Ich bin Alibi Terryhoon. Mario hat mich hergeschickt. Wir sind später hier verabredet. Ich schätze, Sie sind hungrig? Nein, durstig. Das ist Alibi Terryhoon. William, mein Mann. Wie geht es Ihnen? Was möchten Sie? Geben Sie mir einen Kentucky Bourbon. Nettes Plätzchen haben Sie hier. Von hier aus können keine motorisierten Fahrzeuge mehr den Berg hoch, nur Pferde. Gut fürs Geschäft, bringt eine Menge Kleingeld. Sie arbeiten in der Bartlett-Mine? Das hab ich. Aber Bartlett hat mich ohne ersichtlichen Grund gefeuert. Hab nur einen kleinen Fehler gemacht, aber das zahle ich ihm heim und wenn's 100 Jahre dauert. Oh, das wird schon. Genehmigen Sie sich ein paar und alles wird besser. Was stehst du hier rum und glotzt? Es gibt Gläser zu waschen. Wir sehen uns später, Alibi. Gutes Zeug. Ich hoffe, ihr habt genug davon. Ich kann's gebrauchen. Hallo, Sheriff? Wo warst du? Ich dachte, du arbeitest für mich. Nun, tue ich. Wenn ich nicht in der Mine arbeite? Na, dann kannst du dich ja nützlich machen und hier aufräumen. Sie sollten mal jemanden festnehmen, dann kann der hier aufräumen und ich muss es nicht mehr machen. Du, Slim, ich habe ein wichtiges Date. Oh, ein Date, hm? Aha. Wahrscheinlich so ein heißer Feger. Auf jeden Fall. Wie würde es, dir gefallen, mich als Sheriff zu vertreten? Ich als Sheriff? Mhm. Sicher. Nun, dann freunde dich mal mit diesem Besen hier an und feg mal richtig durch. Und falls Alibi sich melden sollte, ich bin bei Miss Jones. Ja, das habe ich mir gedacht. Ja, und grüßen Sie Danny von mir. Oh, temperamentvoll, hm?
Und ich bin jetzt der neue Sheriff. Gesucht wegen Mordes. Der Führer, hä? Huh? I'm gonna get der Führer sure shooting with my rootin' tootin' 45, I swear. We get our man without much ballyhootin'. So old Pickle Puss, some warning you beware. With a noose around his head and his body full of lead, I'll deliver him as dead can be. I'm gonna get der Führer sure shooting, and that ought to make a hero out of me. I'm gonna get der Führer sure shooting. When we cowpokes go a hunting, we don't stop. I'll send this band of bandits all a scootin' and make a cleanup of the filthy lot. My lariat I'll twine around that silly swine, and I'll spank the Nazi hiney, wait and see. I'm gonna get der Führer sure shooting, and that ought to make a hero out of me. Meine Großmutter hat den besten Kuchen gemacht, aber ich finde das Rezept nicht. Ich weiß nicht, wofür du das bräuchtest. Ich habe dir doch gesagt, wie meine Schwester ihn macht. Deine Schwester, das macht dich also zum Koch. Ha, du kannst doch noch nicht mal Wasser kochen. Hm. Ist das so? Also draußen in der Wildnis komme ich ganz gut zurecht. Ja, aber wer isst schon Heu und Eicheln? Gleich mache ich gar keinen Kuchen mehr. Hey, Crash! Das ist Slim. Hey, Crash, ein Dutzend Männer hat gerade dein Büro beschossen. Ich habe gegen sie gekämpft. Ich gab einem eine linke und einem eine rechte. Sagtest du, es waren ein Dutzend? Ja, ein Dutzend. Zwei Dutzend. Wie viele? Ein Dutzend. Wie viele? Nun, es war dunkel, aber einer war es mindestens. Ich reite besser mit ihm hin, damit... Nein, bleib besser weg vom Gefängnis. Jemand da draußen will dich kriegen. Ich erledige das. In Ordnung. Ich reite rüber und schaue, ob Alibi etwas rausfinden konnte und erstatte Katie einen Besuch. Wir sehen uns morgen, Joan. Und auf den Kuchen komme ich zurück. Wenn Alibi Erfolg hatte, wirst du keine Zeit mehr haben für diese Süßigkeiten. Wiedersehen, Joan. Bye, Crash. Bye. Bye, Joan. Bye, Danny. Nun, ich werde euch etwas zeigen. Seht her. Seht genau her. Sie sind alle leer. So leer, wie der Kopf vom alten Bocklet ist. Aber da ich wiederum jede Menge im Kopf habe, mache ich einmal so und schon hat jedes Blatt wieder eine wundervolle Farbe. Wisst ihr, wenn man ein paar von diesen Karten nimmt und sie auf den Tisch legt und sie auffächert, hat man einen relativ großen Fächer. Wenn man sie kräftig drückt, wird er etwas kleiner. Nochmal drückt, wird er noch etwas kleiner. Aber wenn man richtig zudrückt, so kräftig, wie ich die Kehle vom alten Bocklet zudrücken werde, dann wird er noch etwas kleiner. Ich denke, ihr alle seht den Unterschied in der Größe der Karten. Da sieht man mal, wie gut etwas drücken manchmal tut. Seht her, alles, was man tun muss, ist etwas reiben und schon ist die Karte weg. Sie ist da. Nein, das wäre doch Schummeln. Und wenn man hier etwas schiebt und da etwas drückt, ändert es sich. Aber wenn man es kratzt, so wie hier, schmeißt man es auf den Boden und hat das hier. Das hier nennen sie die Niagara-Fälle. Ups, das war knapp daneben. Die Schoßhände. Die Decken. Hat's geklappt, Mario? Ja, er war ganz allein. Ich glaube, ich habe ihn verfehlt und dabei mein bestes Messer verloren. Mir tut's nicht leid. Den neuen Sheriff umzubringen, wird keinem helfen. Du redest einfach zu viel, Fraser. Heute ist mein Glückstag. Guten Abend. Kann ich helfen, Mr. Sheriff?
Also, mein Name ist Corrigan. Netten Laden haben Sie hier. Danke, Sheriff. Ich bin hergekommen, um Sie zu warnen. Dass warnen? Ja, Sie verkaufen zu viel Schnaps an Barclays Minenarbeiter. Und halten Sie vom Arbeiten ab. Das ist schlecht für die Produktion. Wollen Sie uns schließen? Nun, das kommt auf Sie drauf an. Den da muss ich zum Beispiel mitnehmen. Zu besoffen zum Arbeiten. Wer redet da über mich? Ich war's. Ich mag das nicht, also... Also was? Es geht drunter und drüber, ob dem Bullen der Krieger, zu Fuß und zu Pferde, doch er bleibt auf der Erde. Mary Hughes hinter dir her. Und ich mag auch keine verdammten Sheriffs, die mich einfach nicht in Ruhe lassen wollen, okay? Bleib ruhig. Wie würde es dir gefallen, die nächsten 30 Tage im Gefängnis zu bleiben, hä? Hey, wieso lassen Sie ihn nicht einfach in Ruhe? Der stört doch keinen. Ich habe nicht mit Ihnen geredet. Ja, hört ihn euch an. Der große, böse Sheriff. Haben Sie keine Angst, so nachts ganz alleine rumzulaufen? Seht ihn euch an, Jungs. Zittert in seinen Stiefeln. Zu viel Angst, seine Pistole zu ziehen. Das ist nicht der sicherste Ort für Schießereien. Die Möbel könnten Schaden nehmen und, wir sollten unsere Fäuste benutzen. Wann? Jetzt. Unter einer Bedingung. Ich wusste, du machst einen Rückzieher. Ich mache keinen Rückzieher, aber ich will nicht in den Rücken geschossen werden. Okay, her mit den Knarren. Gib mir die Waffen. Er macht schon. Also, das ist ein fairer Kampf. Also, sollte einer von euch sich rühren, kriegt er von dir. Er macht schon zurück. Macht schon, habe ich gesagt. Sehen Sie, was Sie getan haben. Und vergessen Sie meine Warnung nicht. Adios. Hier ist deine Knarre, Partner. Du hättest mich reinlassen sollen. Ich mag dich. Ich denke, du musst dich morgen früh um die Sache kümmern, Fraser. Wie sieht's mit dem Job aus, den Sie mir versprochen haben? Ich werde mich auch darum kümmern. Und das schreit nach noch einem Drink. Diesen Terry Hoon können wir gut gebrauchen. Ja, aber nicht, bis wir darüber mit dem Boss gesprochen haben. Eine Sache ist sicher. Dieser Boss ist weder Mario noch Fraser. Und vielleicht Katie? Könnte sein, die ist nicht dumm. Ah, das ist keine Frau. Was ist mit ihrem Mann? Ah, das ist doch ein kleines Würmchen. Nicht schlau genug, das durchzuziehen. Warum nicht die verhaften, bei denen du sicher bist? Und den Chef der Bande entkommen lassen? Oh nein. Mich wundert, was das für ein Job ist, den Fraser für Mary übernehmen soll. Na, morgen gibt es einen Geldtransport. Das muss es sein. Soll ich zusätzliche Wachen abstellen? Nein. Dadurch würden sie nur Verdacht schöpfen. Sei einfach nur bereit, loszureiten, falls sie was versuchen sollten. Ich hoffe, dass sie es tun. Das wäre ein Weg, es ihnen zu zeigen. Vergiss nicht, Slim, halt die Augen offen. Darauf kannst du wetten, Danny. Okay, Pete, dann mal los. Höher! Glaubst du, sie werden ihn überfallen, Danny? Wahrscheinlich. Sie denken, dass wir nicht Bescheid wissen. Außerdem bin ich sicher, weil Fraser heute nicht auf der Arbeit erschienen ist. Ja.
Fred! Hans! Sag Bescheid, dass der Wagen gerade los ist! Beeilt euch, Jungs! Mach dich nicht verrückt, Danny. Ah, ich kann's nicht ändern. Ich mach mir Sorgen um den Wagen. Danny! Danny! Sie haben uns im Tal aufgehalten. Joan, kümmere dich um Slim. Es ist bloß ein Streifschuss. Slim? Wäre es in Ordnung, wenn ich Danny folge? Klar. Sobald ich einen Verband habe, bin ich selber wieder dabei. Okay, mein Freund. In die Hütte. Sofort. Damit werdet ihr sicher nicht durchkommen. Wir werden länger damit durchkommen, als du am Leben bist, mein Freund. Fraser ist drüben bei Katie, um unverdächtig zu bleiben. Sag ihm, was passiert ist. Ich kümmere mich um unseren Gefangenen. Gehört eine Menge Mut dazu, einen Unbewaffneten zu erschießen. Sei ruhig! Wer dem Dritten Reich im Wege steht, muss damit rechnen. Ach, du hörst dich genauso verrückt wie Hitler an. Es ist bekannt, dass die deutsche Rasse die Welt erobern wird. Das stimmt. 2 Meter tief. Unter der Erde. Okay, die Party ist zu Ende. Gutes Mädchen, Joan. Und du wirst jetzt dem Sheriff einen Besuch abstatten. Aber wer gibt die Befehle an Fraser?
Ihr beide solltet zurück zur Mine reiten. Vielleicht singt dieses Vögelchen ja schneller, ohne Zeugen. In Ordnung. Übrigens, Crash, wie geht's Slim? Ah, dem geht's gut. Nichts Ernstes. Der hilft gerade Alibi. Ah, lass uns gehen, Joan. Nun, mein piekfeiner Freund, lernen wir uns doch etwas besser kennen. Wo ist Danny Moore und was ist mit Fred? Darauf gibt's nur eine Antwort, so wie ich das sehe. Moore wurde gerettet. Und Fred ist wahrscheinlich im Knast. Wenn das passiert ist, könnte Fred singen. Dann sorgt dafür, dass er's nicht tut. Wenn sich das Henkersseil um deinen Hals zuschnürt, dann wird es zu spät sein zum Reden. Nicht mal Hitler kann dir da noch helfen. Okay, ich rede. Sind Sie müde, Alibi? Müde vom Nichtstun. Machen Sie ein Nickerchen. In der Sonne. Es wird Ihnen gut tun. Ja, ich schätze, das wird es. Ich denke, ich werde mal eins von den Spielen da ausprobieren. Ich habe heute Glück. Meine Kehle ist trocken, Katie. Gib mir was zu trinken. Nein, nicht das Zeug. Das macht Kopfschmerzen. Kopfschmerzen? Was ist das? Gegen Kopfschmerzen, rein und runter. Ein echter Knaller. Haben Sie Glück, Mister? Bisschen. Gibt's was Neues? Das möchte Crash auch wissen. Hey, schau! 2000! Ich wusste, ich hab Glück. Crash und Danny sollen beim Gefängnis bleiben, bis sie von mir hören. Es wird schon sehr bald zur Sache gehen. Alles klar. Hey, guck! 5000! Ich hab gewonnen! Katie? Dann sind die Drinks aufs Haus. Wo ist Mario? Er kommt gleich wieder. Nun, mach's gut, Katie. Ich seh dich später. Tu mir einen Gefallen und bleib zu Hause. Dieser William, der lässt einfach immer alle Türen offen. Ja, ich bin da genauso. Möchten Sie einen Drink? Ja, ich liebe auf Ihren Rat. Und in mein Nickerchen.
ein feiner Gestapo-Agent bist du, dich einfach so erwischen zu lassen. Frazier hat gesagt, dass wir... Frazier gibt hier nicht die Befehle. Du kannst noch nicht mal einen Deputy-Sheriff erledigen, ohne erkannt zu werden. Er ist tot. Wie soll er da reden? Mich würde sehr wundern, wenn er tot bleiben sollte. Wir treffen uns hier um 16:30. Und zwar bereit. Und dann wird zurückgezahlt, ha? Huh? Es muss einfach. Wir haben bei unseren Operationen versagt. Der Führer hat gesagt, dass es nur die Zerstörer geben darf. Und die Zerstörten. Heute werden wir zerstören. Aber hat Alibi nicht mehr gesagt? Nein. Nur, dass du und Danny hier bleiben sollt, bis ihr von ihm hört. Ah, das gefällt mir nicht. Alibi könnte in Gefahr sein. Oh, er ist okay, Sheriff. Stocknüchtern. Nun, auf uns kann er nicht zurückgreifen. Auf dich bestimmt auch nicht. Gut, soll ich wieder zurückgehen? Ja. Niemand wird misstrauisch werden, wenn du da bist. Und Alibi könnte Hilfe gebrauchen. Und reite auf deinem Weg auch zur Mine und sag Danny, dass er herkommen soll. Na gut, aber dieses ganze Hin und Her hält mich ab von meinem Schönheitsschlaf. Es ist jetzt 16:30. Bartlets Tagesschicht endet um 17:00. Um 18:00 schlagen wir zu, bevor es dunkel wird. Und wenn dieser Minenstollen gesprengt ist, kommt von dort auch kein Magnesit mehr. Bis zu dem Tage unseres Sieges. Ich habe dich gesucht. Crash hat mich hergeschickt, um dir zu helfen. Gut, du wartest vorne und hältst die Augen offen. Holt die Pferde. Ich komme gleich nach. Pack unsere Sachen. Ja, mein Herr. Und zerstör alle belastenden Beweise. Ja, mein Herr. Hol das Geld und triff mich mit dem Auto an der Kreuzung. Um 7:15. Ja, mein Herr. Joan! Was ist los, Alibi? Wir müssen das Kommando rufen. Warner ist der Boss der Nazis und er und seine Männer wollen um Punkt 6 Uhr die Mine hochjagen. Ich hole jetzt Crash und Danny. Ich hole die anderen. Wir treffen uns bei Hanging Rock nahe der Mine. Gut. Warner und seine Bande wollen um 6 Uhr die Mine hochjagen. Onkel Dan! Es wird Zeit. Mhm, in Ordnung. Als nächstes holen wir Pearlie ab. Wir lassen unsere Pferde hier. Ich treffe Frazier an der Mine.
Ich sehe, du bist pünktlich, Fraser. Ja, und hier ist das Feuerwerk. Alle haben die Mine verlassen, außer den beiden Wachen. Gut. Hier sind eure Befehle. Ihr beide haltet Wache an der Straße. Mario, du und Hans überfallt die Wachen. Wir müssen sie aus dem Weg schaffen. Okay, Fraser, schaff das Dynamit in die Mine. Wessen Pferde sind das? Könnten Warners sein. Warners? Joan, reite zu Katie und helfe Slim. Wir sehen uns später. Anna, von hier aus gehen wir zu Fuß weiter. Die Wache ist ausgeschaltet. Gut. Pack das Dynamit aus. Schnell, Fraser. Verleg das Kabel. Und nicht zu kurz. Los, schafft es in die Mine. Wir gehen außenrum, Richtung Mine. Danny? Du und Alibi, ihr kümmert euch um die Wachen. Bist du sicher, dass die Ladung groß genug ist, Fraser? Wenn das Zeug da drin losgeht, wird man nicht mal mehr das Minenbüro finden. Gut, kommt. Das muss viel weiter nach oben, oder wollt ihr euch selbst hochjagen? Kommt, bringt es hier nach oben. Schließ das Kabel an. Alle bereit? Okay, und los.
welche hinter uns. Schnell! Ich schätze drinnen. Ist doch nicht rausgekommen. Hab sie nicht gesehen. Wir sollten besser mal nachschauen. Ist nicht da. Sie muss in dem Geheimzimmer sein, von dem Alibi gesprochen hat. Und wo ist das? Keine Ahnung, aber er hat gesagt, irgendwo hinter dem Tresen. Keine Munition mehr. Was sollen wir tun? Sie haben uns umzingelt. Wir müssen aufgeben. Ich denke, du hast recht, Fraser. Mich oder Mario erschießen die ohne Vorwarnung. Du bist der Einzige, dem sie nichts tun werden. Okay. Ich habe sowieso die Schnauze voll. Es ist mir etwas zu ruhig. Ich würde gern wissen, was die vorhaben. Crash. Vorsicht, es könnte eine Falle sein. Harry Fraser, ein Verräter. Nehme ich mit, Warner. Und
ist alles in Ordnung? Ja, ist es. Alle eingesperrt. Und Fraser wird dich auch nicht mehr belästigen. War Larry auch einer von Ihnen, Onkel Dan? Ja. I'm gonna get der Führer sure shooting. And that ought to make a hero out of me. Volltreffer, mitten auf den Schnurrbart. Wo ist Katie? Ich habe ihr gesagt, eine Bewegung und ich mache einen Schweizer Käse aus dir. Ein Vorkriegsschweizer Käse. Bartlett, kümmern Sie sich um sie, dann können wir auch langsam los. Okay.